Willkommen zur Pressekonferenz nach dem DEL2-Meisterschaftsspiel zwischen dem ESV Kaufbeuren und dem EC Bad Nauheim. Vor 2058 Zuschauern haben wir einen Endstand von 2:3 nach, von 3:2 nach Verlängerung. Bei mir sind die Trainer der beiden Mannschaften, zu meiner linken Gästecoach Adam Mitchell und zu meiner rechten ESVK-Coach Daniel Jun. Herr Mitchell, Ihr Statement zum Spiel bitte zuerst. Ja, es war ein verrücktes Spiel heute. Beide Teams haben gekämpft, beide Tormänner haben gut gehalten. Das ist unsere Überzahl war am Anfang gut, wir haben Chancen bekommen, aber dann am Ende schon wieder das, uns das Spiel gekostet. Die Worte sind schwer zu finden. Wir müssen konsequenter spielen, um aus dem Loch rauszukommen. Das ist schon schwierig momentan bei uns. Die Jungs haben gekämpft wieder, aber wir finden einen Weg, Spiele, Punkte zu verlieren momentan. Und das müssen wir. Danke, Herr Mitchell. Danke. Daniel, dein Statement zum Spiel, bitte. Guten Abend, ja. Danke, Mitch. Ich verstehe vollkommen. Es war so crazy Spiel heute. Beide Mannschaften fangen mit 5-3 Überzahl. Beide natürlich kein Tor geschossen. Dann gutes Tor von Guter Rasch und sofort Wechsel nachher 1-1. Dann gehen wir in die Kabine und dann auf die Drehung 1-2 und dann hat das lange gedauert. Dann haben wir wieder in Überzahl bekommen, schönes Tor von Überzahl, das war heute sehr wichtig, der hat uns ins Spiel gehalten. Ich denke, dritte Drittel waren wir ein bisschen aktiver. Wir können nicht so spielen wie zweite Drittel, das war bei der Mannschaft ein bisschen up and down und das war richtig, also in meinen Augen richtig weit Eishockey und da waren genug Chancen für beide Mannschaften. Aber war ein enges Spiel und dann am Ende diese Overtime. Dann noch Unterzahl und dann aus dieser Situation. Es war ein bisschen anders geplant, aber dann war wieder ein bisschen anders und dann schießt man diese Game-Winning-Goal. Und auf jeden Fall 6 Unterzahl heute gekillt, also PK heute großes Lob und ein Tor von Überzahl und wichtige 2 Punkte, wichtiger Sieg nach diesem Wochenende. Jeder weiß, wie unser Kader ausschaut, aber wie gesagt, jeder Punkt zählt und wir sind froh, dass wir haben dieses Jahr, ich denke, das erste Mal nach Penalty Overtime das Spiel gewonnen und jetzt gehen wir weiter. Dankeschön. Danke, Daniel. Noch eine Nachfrage, Herr Mitchell. Gibt es rückblickend betrachtet bei dem Spiel heute irgendwie einen Moment, wo Sie sagen, okay, da, wenn wir irgendwie einen Fuß reingekriegt hätten, dann hätten wir das Spiel für uns oder auf unsere Seite ziehen können? Ja, auf einer von uns ein Tor schießen. Das ist ganz schwer momentan bei uns. Aber es ist, wenn wir in Überzahl treffen, entweder am Ende vom letzten Drittel oder im Overtime, dann gewinnen wir das Spiel. Aber es klappt nicht momentan. Dankeschön. Daniel, eine Nachfrage noch zum Kader. Jetzt sind mit Jiri Laxson und Max Oswald nochmal zwei Spieler raus. Am Freitag hat es mit Blomqvist noch gefehlt. Wie ist es aktuell, mit so einem kleinen Kader in diese Spiele zu gehen, gerade in der engen Liga, wo es auf jeden Einzelnen ankommt? Gut, dass du diese Frage stellst, ja. Weil jeder weiß auch, dass wir hier versuchen, mit jungen Spielern zu arbeiten. Und dieses Wochenende hat auch unsere DNL wichtiges Spiel gehabt in Berlin. Also wir haben Jungs gehabt am Freitag in Kassel. Sie haben ihre 10 oder 11 Minuten bekommen und dann sind sie nachts nach Berlin gefahren, dass sie da erreichen diese Meisterrunde. Und wir haben gestern Abend hier mit sportlicher Leitung entschieden, sie bleiben da und wir gehen heute mit 9 Stürmer. Aber dann Sami hat noch heute früh, wir haben noch telefoniert und Sami ist gekommen und dann haben wir das mit dem kurzen Kader gespielt. Aber dass die Leute verstehen, warum wir das hier machen, ja, weil wir wollen mit eigenen Nachwuchs spielen, wenn das geht und wir müssen sie entwickeln. Ja. Und die dritte Reihe heute, die Jungs, die sind alle so jung und Feigl und Bader heute so viel im PK gespielt und Sevic auch, ja, also ist ein guter Job. Also, und Nauheim ist ein guter Gegner, aber guter Name, gute Qualität und natürlich haben sie jetzt Wurm drin und die kommen wieder raus da. Ja. Aber gerade diese PK war heute sehr wichtig und die Mannschaft hat sich zusammengerissen diese Wochenende und auch in Kassel sehr gut gespielt, wirklich sehr gut gespielt. Und wie gesagt, gut haben sie das Jungs gemacht dieses Wochenende. Ich bin wirklich zufrieden.
mit allen. Danke. So, nochmal ganz kurz auf die Situation, kurz vor Schluss, die dann zum Siegtreffer auch geführt hat, zurückblicken. Strafe kassiert, 3 gegen 4 gespielt eigentlich, 15, 16 Sekunden oder so waren noch auf der Uhr. Zeigt es auch wieder, dass ein Eishockeyspiel bis zum Ende geht und dass man bis zum Ende da sein muss? Oder muss man sagen, okay, es war dann halt einfach lucky bei uns am Ende? 2 Minuten vorher war bei uns Rush from Nauheim und Jamal springt und die Scheibe geht von seinem Körper kurz am Tor vorbei. Das könnte auch sein. Ja. Und entscheiden Kleinigkeiten und eigentlich wollten wir ein bisschen anders lösen, wenn wir Bulli gewinnen. Ja, wie gesagt, das. Deswegen mögen wir dieses Spiel, weil es ist so schnell spielt und so manchmal crazy. Es könnte anders sein, es könnte Michi hier sein mit 3-2 und es ist jetzt anders. Es ist Hockey. Schönes Schlusswort, ja, denke ich. Danke an beide Trainer für die Pressekonferenz. Das war das Spiel ESV Kaufbeuren gegen EC Bad Nauheim. Unseren Gästen einen guten und gesunden Nachhauseweg in die Wetterau. Das nächste Heimspiel des ESV Kaufbeuren ist am kommenden Sonntag, am 20.10., dann um 18.30 Uhr gegen die Blue Devils aus Weiden. Die Übertragung bei Sportdeutschland TV endet hiermit. Vielen Dank fürs Einschalten. Noch einen schönen Abend. Gruß aus Kaufbeuren.